Hallihallo, liebe YouTuber, hallihallo, liebe Soulmate. Heute kommt mein Contest-Beitrag zu deinem Verlosungsvideo. Und ja, es war die Aufgabe, stell dich da wie deine Lieblings-Disney-Figur. Und jetzt, meine lieben YouTuber, ratet, wer ich bin. Bingo, ich bin die Herzkönigin aus dem Alice im Wunderland Tim Burton-Film. Und ja, was habe ich gemacht? Und zwar habe ich erstmal meine Haare komplett aus dem Gesicht rausgemacht. Leider konnte ich nicht solche tollen Knubbel machen wie die Herzkönigin, aber ich habe aus der Disney-Version den Dutt verwendet. Da hat sie ja einen Dutt, die Königin. Dann habe ich mir ein Krönchen gebastelt und oben drauf geklebt. Im Gesicht habe ich erstmal alles komplett mit meinem Mousse-Make-up von Essence so hell es ging grundiert. Hab dann eine Schicht Translucent Powder ebenfalls von Essence drüber gemacht. Dann noch eine Schicht Make-up und noch mal eine Schicht Translucent Powder, um es so hell wie möglich hinzubekommen. Dann habe ich die Augen mit der Essence Eye Base komplett schön bis zu den Augenbrauen hoch eingeschmiert und habe dann angefangen mit Catrice aus einem Quadro, aus einem blauen Quadro habe ich dann den blauen Lidschatten verwendet. Ebenfalls habe ich von meiner Miss Annie Palette blauen Lidschatten verwendet und habe dann so gut es ging immer wieder geschichtet und geschichtet und geschichtet. Habe dann die Augenbrauen schön mit eingearbeitet und habe dann am Schluss oben mit einem Kajalstift nochmal neue Augenbrauen gezogen, weil die hat ja schwarze Augenbrauen, die böse Königin. Und viel weiter oben natürlich. Und dann habe ich für den Augenaufschlag habe ich die Astor Mascara verwendet und die von Catrice. Und dann habe ich noch mit meinem Maybelline Lidschattenstift, meinem Maybelline Kajalstift oben und unten einen schwarzen Rand rundherum gezogen. Ja, als nächstes habe ich die Lippen mit einem Lip Liner einmal in einer Herzform. Das ist ja bei der auch so übermalt. Nachgezogen, habe dann mit dem M&Y Lippenstift ganz rot und dunkel und bin dann zum Schluss nochmal mit dem Essence Eclipse Lancet Cullen Lip Gloss drüber gegangen, um noch so einen schönen Schimmer hinzubekommen. Ja, und so habe ich dann meinen guten Look hinbekommen, habe auch hier auf den Punkt geachtet, den sie hier hat. Und ja, angezogen habe ich extra was Rot-Schwarzes und habe mir auch kleine Würfelchen-Ohrringe rangehängt und ja, mein wunderschöner Kartenfächer, um den Look abzurunden. Und ich denke, es ist mir auch relativ gut gelungen. Ich hoffe, ich habe es gut umgesetzt. Ich hoffe, es gefällt dir, liebe Soulmate. Ich hoffe, es gefällt auch euch, meine lieben YouTuber. Ich freue mich über Kommentare. Und ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns. Ciao.